die Legislaturperiode langsam zu Ende und damit auch seine Karriere. Er war Provokateur, er war konservativer Bundesinnenminister. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Horst Seehofer. Grüß Gott. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht noch eine kurze Vormerkung. Nicht nur wir stellen Fragen, sondern wir warten natürlich auch auf die Fragen im Netz. Ein paar sind auch schon im Vorfeld gekommen. Und wir sind alle geimpft gegen Corona. Daher kriegen wir das auch ohne Maske hin. Herr Minister, erste Frage. So ein Ministerjob in Corona-Zeiten ist ja auch ein Knochenjob. Wie oft haben Sie es in den letzten Jahren auch mal bereut? Und wie oft haben Sie mal gesagt, verdammt, hätte ich mir das bloß nicht angetan, mit um die 70 nochmal so eine schwere Aufgabe zu übernehmen? Kein einziges Mal. Ich wusste, was ich übernehme. Bundesinnenminister gehört zu den schwierigsten Feldern. Man hat ja beinahe jeden Tag mit den Fragen zu tun, Schutz der Bevölkerung, Sicherheit und Ähnliches. Ich wusste, dass das nochmal Hochform verlangt, trotz der vorgeschrittenen Lebensjahre. Und ich habe das sehr gern gemacht, bis zum heutigen Tage. Bin aber jetzt froh, wenn es allmählich ausläuft. Viele schreiben ja, dass sie unbedingt länger bleiben wollten als die Bundeskanzlerin. Ist da was dran? Ja, es gibt, das wird uns jetzt im Laufe unseres Gesprächs noch öfters beschäftigen. Es gibt so gewisse Botschaften, die werden mal geschrieben, gesendet, sind zwar grottenfalsch, aber sie werden über Jahre weitergesendet, weitergeschrieben, weil sie halt so schön sind. Und das ist eine der falschen Botschaften, jetzt so lange Politik zu machen, dass man mit der Kanzlerin gemeinsam in den Ruhestand geht. Das war nie meine Absicht, es ist jetzt reiner Zufall, dass wir gemeinsam aus der Politik ausscheiden. Herr Schäuble hat sich ja entschieden, noch ein bisschen weiterzumachen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind ganz froh, wenn dann der Tag dann auch gekommen ist, wo Sie in Rente gehen können. Warum konkret? Also ist Ihnen der Wahlkampf auch zu schmutzig geworden? Stichwort Umgang mit Frau Baerbock zum Beispiel. Also auch das lese ich manchmal mit Amüsement, dass der Wahlkampf jetzt schmutzig sei. Da habe ich schon ganz andere Wahlkämpfe erlebt. Mein erster Wahlkampf war in der Zeit von Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. Da ist die These aufgestellt worden, wer Strauß wählt, wählt den Krieg. Dann habe ich Helmut Kohl erlebt im Wahlkampf. Der wurde ja persönlich pausenlos verunglimpft. Ich sage Ihnen nur Stichwort Birne. Und bei Gerhard Schröder war es auch nicht viel anders mit persönlichen Angriffen. Sodass das jetzt nicht meine Motivation ist fürs Ausscheiden, weil die Politik so schmutzig geworden wäre. Die ist, glaube ich, in Deutschland recht anständig. Ich möchte ausscheiden im Gegensatz zum Wolfgang Schäuble, weil ich nach so langer Zeit, ich bin ja jetzt in der 7. Regierung, war 50 Jahre in der Politik, aber 25 Jahre Minister und Ministerpräsident. Ich jedenfalls bei mir feststelle, dass sich dann zu viel Routine einschleicht. Und Politiker muss immer wieder innovativ bleiben und für Neues Gedanken entwickeln. Und wenn sie feststellen, dass sie Reden, Schriftsätze nach altbekannter Art immer wiederholen, also zu viel Routine sich einschleicht, dann glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, auf Wiederschauen. Auch wenn ich es mir von der körperlichen Konstitution durchaus auch zutrauen würde, wie Wolfgang Schäuble, nochmal Jährchen draufzulegen. Aber es reicht jetzt. Ich habe alles erlebt, was man sich im Leben wünschen kann. Das waren alles Glücksumstände. Ich bin dankbar und jetzt ist es genug. Glauben Sie denn, dass Annalena Baerbock eine innovative neue Kanzlerin werden könnte? Ja. Glaube ich schon. Ich habe ja zu dem Buch auch meine Meinung abgegeben. Man kann über solche Dinge natürlich diskutieren. Wir Politiker sind Gegenstand der öffentlichen Diskussion, müssen uns auch Kontrolle gefallen lassen. Das ist doch völlig selbstverständlich. Mir gefällt nur nicht dieser Bandwurm. Wissen Sie, jeden Tag und jede Stunde und jede Talkshow und immer wieder das Gleiche.
das macht es aus meiner Sicht fast schon langweilig. Und das ändert aber aus meiner Sicht nichts an der Person Baerbock, die sicher aus meiner Sicht geeignet ist oder geeignet wäre. Jetzt muss er erst einmal gewählt werden. Natürlich kämpfe ich für den Armin Laschet, aber der Wettbewerb gehört dazu. Hat sich gerade gar nicht so angehört. Das hört sich fast mehr so an, als ob Sie im Team Baerbock spielen und Sie sind Horst Seehofer. Ja. Überrascht Sie das nicht selbst? Nein, weil das ist auch so eine Gewohnheit in Deutschland. Man darf über einen Politiker nicht einmal dem Grunde nach was Positives sagen, ohne schon als Verräter in Betracht zu kommen. Es hat doch keinen Sinn, jetzt die Frau Baerbock herabzusetzen als Person, nur weil wir im Wahlkampf sind. Das war nie meine Art. Die ist nicht umsonst an dieser Stelle als Kandidatin. Da kommen sie nicht durch Zufall hin, sondern müssen schon jedenfalls in der eigenen Partei die Leute überzeugt haben. Und dann hat man auch einen Wettbewerber mit Respekt zu begegnen. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Dass meine politische Familie woanders ist, ist allgemein bekannt. Und dass ich für die auch kämpfe, ist auch klar. Ich will nur nicht dieses Politikgeschehen, das darin besteht, dass man andere Menschen herabsetzt. Zu Ihrem Kandidaten, Armin Laschet, Sie haben ihn schon angesprochen. Da hat man auch so ein bisschen den Eindruck, der will eher so mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt. So richtig zündend ist es nicht. Würden Sie sagen, Markus Söder wäre der bessere Kandidat gewesen? Also die Frage ist jetzt wirklich entschieden. Die hat uns ja einige Wochen begleitet in Deutschland. Im Nachhinein? Im Nachhinein, nein, zunächst einmal, das Verfahren war sicher nicht das Ideale, das hat uns auch dann in den Umfragen belastet. Aber das ist entschieden, dass der Markus Söder als mein Nachfolger im Parteivorsitz der CSU und als bayerischer Ministerpräsident eine sehr gute Arbeit macht, will ich jetzt nur sicherheitshalber sagen, weil Sie sonst vermuten, ich stünde in einem anderen Lager. Und wenn eine Personale entschieden ist mit Armin Laschet, dann ist sie entschieden. Der hat seinen eigenen Stil. Und was mich bei ihm schon länger beeindruckt, ist seine Standfestigkeit. Der hat das Rüstzeug für einen Kanzler. Ja, schauen Sie, das ist über Helmut Kohl aussitzen und so weiter jahrelang erzählt worden. Und er war trotzdem bis jetzt der Kanzler, der am längsten im Amt war. Jedenfalls glaube ich, es war 16 Jahre und es war die längste Zeit. Man muss nicht ständig eine Show abziehen, eine Zeremonie als Politiker. Ich habe sehr viel Sympathien für Realpolitiker. Schauen Sie, der Rainer Haselhoff ist in Sachsen-Anhalt gewählt worden mit einem Wahlergebnis, das CSU-Niveau ausdrückt. Und das ist ein Realpolitiker, der auf so Social Media in übertriebenen Sinne nichts am Hut hatte, der nicht Aktionismus betrieben hat, sondern schlicht und einfach, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste in der Politik, was muss ich tun für mein Land und mit welchen Maßnahmen kann ich die Lebensbedingungen für die Menschen verbessern? Das ist Politik, nicht Aktionismus und schöne Bilder. Die sind für euch wichtig, noch dazu als Fernsehmedium. Aber das ist nicht das, was unser Land braucht. Unser Land braucht Realpolitik. Und da ist der Armin Laschet ein sehr ausgewiesener, starker Politiker. Schauen Sie, der mit knappster Mehrheit regiert der NRW, das größte Bundesland. Und in verschiedenen Feldern marschiert oder ist NRW bereits an der Spitze. Denken Sie an die innere Sicherheit. Es ist gar nicht so leicht, Herrn Seehofer zu unterbrechen, aber das wussten wir ja vorher schon. Sie sind natürlich auch ein Politiker, der dann die Chance nutzt, wenn er was sagen kann. Aber Sie haben auch gesagt, standhaft
trifft es bei Herrn Laschet zu, wenn es um Herrn Maaßen geht? Also da haben wir doch sehr stark den Eindruck, da druckst er sehr viel rum. Müsste er nicht da klarer sagen, wenn Herr Maaßen sich äußert, wie jetzt zur Pressefreiheit, müsste man da nicht einen Parteivorsitzenden der CDU haben, einen Kanzlerkandidaten der Union, der da viel klarer sich äußert? Also klarer als zu sagen, dass was Herr Maaßen über das öffentlich-rechtliche Fernsehen und die Journalistinnen und Journalisten, die dort tätig sind, gesagt hat, ist überhaupt nicht die Auffassung der CDU. Klarer, glaube ich, kann man es nicht mehr sagen. Aber der Ministerpräsident vom Saarland, Tobias Hans, hat jetzt Maaßen zum Rücktritt aufgefordert. Das hätte er auch machen können. Ja, wissen Sie, ich bin heute bei Ihnen als Horst Seehofer und bin jetzt nicht der Oberlehrer, der über Disziplinarverfahren, das wäre nämlich die nächste Frage, Sie sind doch der Dienstherr von ihm, warum leiten Sie kein Disziplinarverfahren ein? Oder warum wird er nicht aus der Partei ausgeschlossen? Für mich ist wichtig, dass die Union klar macht, solche Äußerungen akzeptieren wir nicht und dass wir, ich jetzt jedenfalls nicht über irgendwelche Disziplinarmaßnahmen rede. Der Herr Maaßen war als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in meinem Ministerium sozusagen, im Geschäftsbereich und in der Phase hat er eine sehr ordentliche Arbeit abgeliefert. Er hat dann Fehler gemacht und die Fehler haben ja zu seiner Ruhestandsversetzung geführt. Und jetzt hat ihn die CDU da in Thüringen aufgestellt, in einem demokratischen Verfahren. Und die Äußerungen, die er dort getan hat im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sind inakzeptabel. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht und vor allem, wie der Wähler dort entscheidet. Was würden Sie sich wünschen? Ja, ich wünsche mir für jeden Kandidaten der Union, das ist ja mein Herzblut seit 50 Jahren, auch für Herrn Maaßen, dass er gewählt wird, ja. Aber hätte die Union dann nicht ein Problem mit ihm, wenn er in den Bundestag kommt und weiterhin solche Sachen sagt? Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Fortsetzungsgeschichte wird bei ihm. Herr Maaßen ist ein gescheiter Mensch. Ist es ganz anders so, dass die Union eher davon profitiert, jemanden wie ihn zu haben, der eben auch Wähler am rechten Rand fischen kann? Naja, wir sind als Union, glaube ich, das kann man ohne Arroganz sagen, die letzte große Volkspartei. Und die hat eine gewaltige Breite. Ich bin deshalb in die Union eingetreten, weil mich fasziniert hat, wie die unterschiedlichen Personen und unterschiedlichen Berufe sich dort ganz natürlich begegnen. Der Chefarzt mit dem Audiarbeiter und der Briefbote mit dem Unternehmer. Das war immer ein, man hat sich gegenseitig sozusagen ertragen, auch in den Positionen, die Wirtschaftspolitiker und die Sozialpolitiker. Das ist Volkspartei. Alles andere ist eine Klientelpartei. Ich kann auch sagen, ich bin nur für eine bestimmte Berufsgruppe und für die mache ich Politik, das ist auch zu akzeptieren, aber dann ist man eine Klientelpartei. Eine Volkspartei muss die ganze Breite abbilden und wenn man dann eine Politik vertritt als einzelner Kandidat über die Nation, über die Heimat und ähnliche Begriffe, dann ist man noch längst nicht rechtsradikal. Ich bin für Rechtsradikalismus zuständig als Innenminister. Da geht es um ganz andere Ideologien und Menschen. Ich würde jetzt nicht jeden Menschen sofort als rechtsradikal einstufen, wenn er eine Liebe zur Heimat hat, eine Liebe zu Deutschland und so weiter. Es geht ja um Gesinnungstests für Journalisten und solche Dinge. Da muss man ja, das geht, das haben wir ja gesagt, ist inakzeptabel. Ja, da brauchen wir gar nicht reden. Soll er antreten und soll nicht überlegen, ob er vielleicht was anderes macht nach der Bundes- oder nach der Bundestagswahl. Der stellt sich jetzt am Wähler und der Wähler wird entscheiden. Gut. Wollen wir zu Corona übergehen? Ja, Herr Minister, wir haben so viele Themen mit Ihnen zu besprechen. Sie waren ja, es war ja nicht nur eine Gesundheitskrise, die Corona-Krise, und es ist nicht nur eine, es ist natürlich eine nationale Krise. Im Rückblick, hätten Sie da mehr das Ruder übernehmen müssen und dem Jens Spahn ab und zu mal das Mikro wegnehmen müssen? Das braucht es bei mir entspannt.
das war eine oder ist noch eine einzigartige Herausforderung. Ich war ja selbst infiziert und kann nur sagen, das ist eine Teufelsangelegenheit, auch wenn bei mir der Verlauf milde war. Aber der Jens Spahn ist kein Politiker, den Sie an der Hand führen müssen. Wir haben einen gemeinsamen Krisenstab, Innenministerium und Gesundheitsministerium. Und für die gesundheitlichen Belange ist der Jens Spahn zuständig und das hat er recht gut gemacht, dass man bei einer solchen neuartigen Herausforderung auch einen Lernprozess durchläuft, ist doch völlig selbstverständlich. Und dass man diese tiefen Einschnitte, die da notwendig waren und zum Teil noch sind, dass man dazu einen Regierungschef braucht, in unserem Fall die Bundeskanzlerin, die sich selbst ja auch sehr tief in das Thema eingegraben hat, sonst wäre vieles auch gar nicht so zu managen gewesen ohne Unterstützung der Kanzlerin. Das ist doch selbstverständlich. Und wir sind zurzeit dabei, Jens Spahn und das Innenministerium genau zu analysieren, was man für die Zukunft aus dem Verlauf der letzten Monate lernen muss. Zum Beispiel in der Vorsorgepolitik, was wir bevorraten, damit wir im Falle einer Pandemie schneller Gesundheitsgüter zur Verfügung haben. Also Masken, um was geht es da genau? Das sind ja diese 19 Standorte, die es da bundesweit geben soll, wo Sie mehr Güter unterbringen wollen. Können Sie ein bisschen erklären, was da genau hin soll? Na, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche im Kabinett beschließen, dass wir das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe reformieren. Das Bundesamt ist ja Bundesoberbehörde, die zum Innenminister gehört. Das soll künftig die Bevorratung, die Steuerung, das Lagebild und ähnliche Dinge machen. Und da machen wir als erstes aus dieser Erfahrung der Pandemie Corona den Gesundheitsschutz. Und da geht es darum, zu definieren, an welchen Standorten wir welche Produkte und Güter bevorraten, in welchem Umfang. Das ist ja, sind ja alles keine ganz banalen Fragen, denn vieles ist ja nur zeitlich befristet zu bevorraten. Und wenn Sie dann Millionen Bevorratungen nicht verwenden können, dann werden Sie wieder die Frage stellen, habt ihr das nicht gewusst, das sind doch Verschleuderungen von Millionen, machen Sie keine Bevorratung, brauchen es aber, dann seid ihr auch wieder auf der Bühne und sagt, die Politik hat etwas verschlafen. Das ist euer Job. Und jetzt muss man sehr genau überlegen, in welchem Umfang und in welchen Orten wir das bevorraten. Da brauchen wir die Hilfsorganisationen in Deutschland dazu, vom THW bis zum Roten Kreuz. Und das managt dann das BBK und so gehen wir dann Stück für Stück durch. Die Sicherstellung der Ernährung bei einer Katastrophe, da wäre die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zuständig. Dann natürlich die ganz wichtige Frage Kernkraft. Wenn an der deutsch-französischen Grenze ein Kernkraftwerk Probleme macht, was muss da bevorratet werden, was muss da an Vorsorge gemacht werden und so, oder Wasserversorgung, auch das kann ein Problem werden und das sind wir jetzt gut unterwegs. Aber das heißt jetzt nicht, weil das wird auch wieder die Schlussfolgerung sein, jetzt müssen Sie was verbessern, weil Sie Fehler gemacht haben, sondern das ist doch Bestandteil unseres ganzen Lebens, dass man immer wieder schaut, wie kann man Dinge verbessern, ohne dass wir uns selber den Vorwurf machen, wir waren nicht gut. Ein Automobilhersteller, der ein neues Produkt rausbringt, preist es an, das wird auch Erfolg haben, aber man sagt doch dann deshalb nicht, die bisherigen Autos waren schlecht. Naja, aber Sie haben ja gesagt, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht gut aufgestellt war, weil man lange nicht damit gerechnet hat, dass sowas wie eine Pandemie passieren könnte. Ja, das war nicht der Grund, oder? Für das nicht gut aufstellen, sondern das Bundesamt war zuständig und ist zuständig für den Spannungsfall und für den Verteidigungsfall. Und jetzt ist die Frage in der Pandemie aufgetaucht, macht es nicht einen Sinn, wenn wir eine solche Bundesoberbehörde haben mit qualifizierten Leuten, dass wir das, was die können, auch bei so einer Pandemie oder bei einem flächendeckenden
einen Waldbrand und so weiter einsetzen. Das heißt, die waren nicht in der Situation, dass sie nicht fähig waren, sondern sie hatten die Kompetenz, die Aufgabe, die Zuständigkeit nicht für diese Dinge. Und da wollen wir jetzt mit neuen Methoden dieses Amt nutzen. Das war der Grund, nicht weil die Mitarbeiter dort schlecht waren und wir hätten sie nicht brauchen können. Muss man immer sauber unterscheiden in der Argumentation. Wir bleiben beim Corona-Thema und kommen auf das Stichwort Love is not tourism zu sprechen. Da gab es sehr viele Zuschriften und Fragen von euch Usern. Danke dafür. Also, was, wenn der Partner in einem Drittstaat ist, wo eine gefährliche Mutation grassiert, aber kein besonders guter Impfstoff da ist oder gar kein Impfstoff da ist? Leute, die zum Beispiel in Brasilien sind und mit ihrem Partner zusammenkommen wollen, wie lange müssen die diese Situation, wie sie jetzt ist, noch aushalten? Was sagen Sie denen? Wir haben ja jetzt nicht mehr die Situation, dass wir sagen, man darf überhaupt nicht einreisen. Das hatten wir auch mal eine Zeit lang, da war das dann immer ein Problem und wir haben all diese Themen, jedenfalls wenn sie an mich herankamen, immer im Einzelfall gelöst. Jetzt haben wir ja nur noch Hochrisikogebiete und Risikogebiete und die erlauben die Einreise. Allerdings, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, eben mit einer Quarantäne, aus der man sich freitesten kann. Das stimmt ja nicht so ganz, weil es gibt ja schon noch Virusvariantengebiete, wenn wir zum Beispiel an Südafrika oder Brasilien denken. Und wenn man dann keinen deutschen Pass hat, dann kann man nicht einreisen. Ja, aber auch da haben wir immer im Einzelfall Lösungen gefunden, damit Menschen nicht monatelang sich nicht sehen. Es gibt Ausnahmeregelungen für Hochzeiten. Aber das sind ganz wenige jetzt noch. Jetzt haben wir 5 Virusvariantengebiete. Ich habe jetzt mehr gedacht an unsere nähere Umgebung, Portugal, Großbritannien, Russland. Jetzt haben uns ganz viele Leute geschrieben, die zum Beispiel heiraten wollen und sagen, der Partner darf nicht kommen. Aus dem Iran geht es zum Beispiel auch nicht oder nur sehr schwer. Das ist zwar kein Virusvariantengebiet, aber da gibt es zum Beispiel kaum Impfstoff. Da hat man schon Schwierigkeiten. Ja, aber dann, wenn es kein Virusvariantengebiet ist, kann man hier einreisen, wenn die aufenthaltsmäßigen Vorschriften beachtet werden. Und was Pandemie betrifft, hat man dann eine Quarantäne, aus der man sich aber freitesten kann. Je nachdem ist ein Risikogebiet, kann man sich am ersten Tag freitesten. Bei einem Hochrisikogebiet ist man 5 Tage in der Quarantäne und kann sich dann freitesten. Das ist ja wirklich zumutbar. Ja. Aber beim Virusvariantengebiet, auch wenn das nur Einzelfälle sind, die Leute müssen sich im Prinzip noch gedulden. Ja. Aber die meisten, jetzt hat doch die Bundesregierung 5 Variantengebiete aufgehoben. Also Russland, Großbritannien, Portugal, Nepal. Also das Problem wird kleiner. Und die anderen Einzelfälle leiten wir nochmal weiter. Wenn Sie Einzelfälle haben, die sollen sich melden bei mir. Gut. Und dann versuchen wir immer im Einzelfall zu helfen. Aber da könnten Sie viel Post bekommen in den nächsten Tagen, aber wir machen das. Wir sind es gewohnt. Dann vielleicht noch ein Corona-Thema. Wir wissen ja alle, dass in der Zeit, in der es mehr Homeschooling und mehr Homeoffice gab, natürlich auch die Kriminellen übergegangen sind auf den digitalen Bereich. Da gab es immer so ein bisschen Ärger darüber, dass man zwar auf der Straße Polizisten hat, aber im Netz zu wenig Cyberpolizisten. Muss Ihrer Ansicht nach da nicht mehr getan werden? Ja, wir haben unsere Sicherheitsbehörden personell aufgestockt, übrigens die Bundesländer auch, einschließlich der Cyberabwehr. Man kann eigentlich kaum mehr machen, so kurzfristig, weil man die Leute erst ausbilden muss und es dauert dann 3 Jahre, bis die zur Verfügung stehen. Und das, was da an Ausbildungskapazitäten möglich ist, ist ausgeschöpft worden. Im Moment wir haben viele Bewerber, qualifizierte Bewerber, aber das geht jetzt alles nicht auf einen Schlag. Unsere Sicherheitsbehörden sind in der Cyberabwehr Weltklasse. Ich neige nicht immer zum Superlativ, aber was das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie oder auch das Bundeskriminalamt auf diesem Feld machen, kann man nur als Kriminalgeschichte beschreiben. Die schreiben gerade Kriminalgeschichte, weil es ihnen gelungen ist,
in die Internetverbindungen der international agierenden Banden einzubrechen. Sie haben, ja, es ist ihnen gelungen, die ganzen Verschlüsselungen aufzubrechen. Sie haben Millionen Datensätze. Wir haben alleine in Deutschland an die 790 Haftbefehle in kürzester Zeit. Und diese Millionen Datensätze, das wird Jahre dauern, bis das gemeinsam mit den Bundesländern ausgewertet ist. Das ist Kriminalgeschichte. Und unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie ist super. Wenn ich amerikanische Gäste da habe, dann sagen mir die: Respekt, ihr seid Weltspitze. Da können Sie uns mal mit dazu laden, damit wir das auch dann als O-Ton haben. Sonst müssen wir Ihnen das jetzt glauben. Aber man Sie weiß. Sie sollten generell im Leben die Auffassung vertreten, einem Menschen zu glauben bis zum Beweis des Gegenteils. Naja, ein bisschen skeptisch sein schadet ja oft auch nichts. Ja, aber so kann man schlecht zusammenleben, wenn man jedem Menschen immer nur mit großer Skepsis begegnet. Naja, aber was Sie verwechseln das jetzt mit Machtkontrolle. Das ist was anderes. Aber jetzt auch in der Tat, da ist was gelungen. Der Fall ist ja bekannt, den Sie gerade beschrieben haben. Aber es ist ja auch so beim Thema Cyberabwehr, da haben wir in Deutschland unglaublich viele Behörden, die zuständig sind. Sie haben jetzt ein paar aufgezählt, aber auch der Verfassungsschutz, der BND ist für Cyberabwehr zuständig, das BSI natürlich. Die sind an unterschiedlichen Stellen angesiedelt. Da wäre ja schon die Frage, muss man da auch mal eine große Reform machen? Muss man sozusagen da nicht gucken, dass das irgendwie alles bei einem Ministerium zum Beispiel angesiedelt ist? Nein. Ich bin da ein großer Gegner. Warum? Ich weiß, dass meine beiden Parteien das wollen. Gerade im Bereich der Sicherheit ist es schön zu beschreiben. Ich kann nicht die innere Sicherheit beim Innenminister haben. Das ist das, was jeder kennt, der Streifenbeamte im Bahnhof, am Flughafen etc. Und die Cybersicherheit in einem anderen Ministerium, da haben sie einen massiven Sicherheitsverlust. Weil die leben davon, dass sie miteinander kooperieren. Unter einem Dach ist es, eines Ministeriums ist es natürlich gegeben, weil schon der Minister darauf achtet, dass das stattfindet. Wenn sie das jetzt zum Teil Cybersicherheit in ein eigenes Ministerium geben, weil es ein Modethema ist, ein Digitalministerium zu haben, dann werden Sie in der Effizienz der Sicherheitspolitik enorm verlieren. Ich bin ein großer Gegner, die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland zu verändern. Wir haben die niedrigste Kriminalitätsrate seit 1993. Leider Gottes verdunkeln diese Zahlen, werden diese Zahlen immer wieder verdunkelt durch brutale, unfassbare Anschläge und Verbrechen, wenn Sie jetzt an Würzburg denken. Aber insgesamt ist die Kriminalität rückläufig. Das heißt, die Sicherheitsbehörden sind sehr schlagkräftig und die Sache mit der Cybersicherheit ist stark verbessert worden. Ich spreche von Kriminalgeschichte, die da stattfindet. Was davon jetzt sauber zu trennen ist, ist die politisch motivierte Kriminalität. Von rechts, von links, Islamismus. Diese Kriminalitätsbereiche bereiten uns große Sorgen. Es gibt ein Thema, wo ich gedacht habe, wenn es einer schafft, dann einen Durchbruch zu erreichen, dann sind Sie das, und zwar beim europäischen Asylsystem. Ja. Deutschland hatte ja die EU-Ratspräsidentschaft und trotzdem eigentlich stehen wir jetzt vor den gleichen Problemen wie vorher. Im letzten Jahr sind kaum Flüchtlinge gekommen wegen der Corona-Pandemie. Jetzt steigen die Zahlen wieder. Frustriert Sie das nicht? Ja, das betrübt gerade auch mich. Und das liegt an dem großen Egoismus, der bei vielen Staaten in Europa vorhanden ist. Das gilt für die Visegrad-Staaten, also Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und dann würde ich auch noch Österreich dazu nehmen, die einfach nicht wollen, dass sie bei einer Flüchtlingsverteilung in Europa damit beteiligt werden, wobei es ja nur um anerkannte Asylsuchende, also berechtigte Asylsuchende geht. Aber das lehnen die ab.
Also Sie waren doch mal Best Buddy mit Orban. War da nicht zu erreichen? Aber das führt nicht dazu, dass er da seine Position verändert hat. Und die mediterranen Staaten, die weigern sich einfach an der Außengrenze Europas schon eine Vorprüfung mit durchzuführen. Wer ist überhaupt asylberechtigt? Alle anderen sollten ja an der Außengrenze Europas zurückgeschickt werden. Und so haben sich diese Lager gegenseitig blockiert. Es gibt nur zwei Länder, die da zielführend rangehen. Sind die Franzosen und die Deutschen. Alle anderen sind abwartend oder sogar ablehnend. Keine Lösung in Sicht? Ja. Bei 27 Staaten nur zwei? Die es wirklich aktiv betreiben, es ist so. Die Skandinavier sind so indifferent. Und Luxemburg. Wenn die sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, dann geht es um 2-3 Leute. Aber bei uns geht es im Monat um 200, 300 Leute. Das Grundproblem besteht darin, dass alle Staaten sagen, ein Asylsystem, ein europäisches, ist erst dann gegeben, wenn alle Vorschläge, die es da gibt, beschlossen sind als Einheit. Also es ist nichts beschlossen, bevor nicht alles beschlossen ist. So kommen wir nicht weiter. Ich habe unserer Kanzlerin den Vorschlag gemacht und einer anderen Regierungschefs, dann machen wir doch mal die Dinge, die einig sind in Europa. Und einig sind wir in der Frage, dass wir in den Herkunftsstaaten der Flüchtlinge Bedingungen schaffen müssen, dass die jungen Leute dort bleiben, durch Bildungseinrichtungen und. Das ist aber auch ein langfristiges Projekt. Ne? Das ja, ist natürlich richtig, aber es wird Jahre dauern. Ja, aber man muss damit beginnen. Man kann nicht mit dem Argument, weil es lange dauert, fangen wir erst gar nicht an. Das wäre keine Politik. Man muss einmal anfangen, die Lebensbedingungen in diesen Herkunftsländern zu verbessern. Die sogenannte externe Dimension. Und da haben bisher die anderen EU-Staaten, die ich gerade genannt habe, immer gesagt, ja, das ist zwar richtig, aber das werden wir erst beschließen, wenn alles andere auch beschlossen ist. Alles andere ist aber Ablehnung. Aber wie groß muss der Druck denn da noch werden? Ich meine, wenn man jetzt auf Belarus guckt, die drohen jetzt damit, auch Flüchtlinge quasi weiterzuleiten in die EU, muss man da nicht irgendwann reagieren? Man macht sich ja auch erpressbar. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Deshalb bin ich ja so betrübt, weil das Migrationsthema wird uns noch lange und viele Jahre beschäftigen. Der Migrationsdruck ist weltweit gegeben. Und das kann ein Nationalstaat alleine nicht lösen. Das kann nur die Staatengemeinschaft lösen, nach einheitlichen Regeln. Und wenn da nichts geschieht, werden wir wiederum Probleme bekommen mit der Migrationsbewegung. Kriegen wir die Stärkung der Ränder von rechts. Die politische Stärkung. Und das kann sich ja keiner wünschen. Also heißt es auch, dass es keine deutsche Reaktion auf Belarus geben wird? Ja, da kann man nur sagen, es ist unverantwortlich, was dort vertreten wird. Sozusagen das Migrationsthema als politisches Erpressungspotenzial einzusetzen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber das können wir nur gemeinsam, da können wir nur gemeinsam die Stirn bieten, dem Lukaschenko. Sonst werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen. Jetzt haben wir aber innerhalb von Europas, die Zeit geben Sie mir bitte noch, auch das Problem, dass die Griechen selbst anerkannte Asylbewerber weiterziehen lassen und die stellen bei uns wieder einen Asylantrag. Und die Gerichte sagen auch, dass das richtig ist, weil die Verhältnisse in Griechenland viel schlechter werden. Ja, dann muss Griechenland die Verhältnisse ändern. So, gestern hatte ich eine Behördenleitertagung, teilt mir der Präsident des BAMF, des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, mit. Ein Drittel der Asylbewerber kommen auf diese Art und Weise, sind schon anerkannt, gehen als Touristen auf Reise, landen in Deutschland und beantragen bei uns wieder Asyl. Das werden sie in der Bevölkerung nicht vermitteln können. Dass man von einem EU-Land in das nächste zieht, um wieder
Asyl zu beantragen. Und Sie können nichts dagegen machen, weil die Gerichte das so bestätigen? Ja, da muss man politisch das auflösen, damit die Gerichte es nicht mehr so entscheiden können. Die begründen ja das damit, dass sie in Griechenland kein Dach über dem Kopf haben, keine soziale Versorgung. Und da muss halt Griechenland einen Standard entwickeln, dass die Gerichte dieses Argument nicht mehr anwenden können. Jetzt kriege ich ganz viele Zeichen. Ich glaube, wir haben nur noch eine Minute und wir wollen unbedingt noch die Frontex-Frage stellen. Es ist kein Geheimnis, dass es da Pushbacks gab. Auch Report Mainz hat das berichtet. Es gibt Bildmaterial. Die Europäische Grenzagentur, die wirklich unter Lebensgefahr der Flüchtlinge auf dem offenen Meer, die zurückschiebt in die Türkei. Sind wir nicht eigentlich in der EU schlimmer als Trump an der mexikanischen Grenze? Nein. Herr ich sage gerade, unter Lebensgefahr werden die da gedrängt. Ich meine, wir haben ja auch deutsche Polizei bei Frontex, also aus Deutschland stammende Personen. Und wir recherchieren natürlich immer als Innenministerium, was an solchen Vorwürfen dran ist. Und ich konnte jedenfalls unter deutscher Beteiligung sowas bisher nicht registrieren. Ich kann ja nicht nur nach Behauptungen und Gerüchten vorgehen. Ich muss ja was belastbar sein. Es gibt Bildmaterial. Ja, das arbeitet ja vor allem das Europäische Parlament auf. Das ist ja auch in Ordnung. Solche Dinge dürfen auch nicht sein. Aber ich kann nur sagen, was mir zur Verfügung steht bezüglich der deutschen Beamten. Und da ist ein solcher Fall, wo deutsche Beamte beteiligt waren, mir bisher nicht bekannt. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist um, oder? Ja, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Ab wo geht es denn jetzt eigentlich für Sie hin? In den Keller zum Eisenbahnspielen in der Rente? Oder werden Sie die Kinder, die Enkelkinder hüten? Das mit der Eisenbahn ist ja auch so eine mehr. Der Sommer. Gibt es gar keine. Doch, es gibt schon eine. Es haben ganz viele gefragt, ob es Märklin ist. Oh, ist Schleichwerbung. Es wird ein Magazin aus Deutschland jetzt die Gelegenheit bekommen, anlässlich meines Abschiedes, mal in diesem Kellerraum ein Interview zu führen, damit es nochmal dokumentiert ist. Das war nicht irgendein Märchen, sondern die Eisenbahn gibt's. Und das ist aber keine Sache für den Sommer. Das ist mehr so eine Winterbetätigung. Und ja, jetzt habe ich zwei Enkelkinder. Das ist schon für sich schön, aber auch eine Beschäftigung. Und ich habe so viel Interessen, dass ich eigentlich immer Gefahr laufe, dass ich einen Freizeitstress habe. Weil ich das vom Musikspielen übers Lesen, über die Natur, über den Sport, über die Freunde einfach gar nicht so recht weiß, was packe ich jetzt alles in einen Tag hinein. Das muss ich jetzt erstmal strukturieren. Außerdem bin ich ja noch ein paar Wöchern im Amt. Alles klar, von meiner Seite vielen Dank fürs Interview. So, in der Regel.